Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Nel Asa ist eines der Wasserstoffunternehmen, die sowohl 2020 wie 2021 und auch 2022 nur von den Trendinvestoren an den Börsen auf- und abgezogen werden. Nachdem das Jahr 2020 zu einer Kursexplosion führte, implodierten die Kurse 2021 mit einem Abschlag von fast 60%. Damit katapultierte sich der Wert in einen massiven Abwärtstrend, der allerdings jederzeit wieder in steigende Kurse münden kann. Entscheidend sind für Trendinvestoren einige Marken im Chartbild, an denen jeweils ein Trendwechsel nach oben oder unten geprüft werden muss. Nach unten ist die Aktie mit einem Euro recht gut geschützt und könnte jederzeit wieder abwärts drehen. Bei einem Euro 30 beginnt eine Zone, in der ein kurzfristiger Aufwärtstrend in der Luft liegt. Ab Kursen von 1,60 Euro greifen auch wieder langfristige Indikatoren. Wohin sich der Titel in diesem Jahr bewegt, wird sich vor allem in diesen Zonen zeigen. Wirtschaftlich orientierte Investoren kommen derzeit nicht zum Zug. Das Unternehmen wird auch 2022 Verluste schreiben.